Ja, hallöchen, ihr lieben Leute von heute. Servus. Willkommen zur nächsten Folge von Risen Teil 1. Ich bin hier bei einem komischen Typen. Ich kann kein Fleisch braten. Einfache Truhe. Darf ich die Truhe nehmen? Ich bin da bei diesem Marvin. Der hat mir in der letzten Folge einen Ring gegeben. Einen Vasallenring, Leute. Einen Vasallenring. Vasallen. Das ist eine Rezeptur, ne? Ich habe 3 Bruchstücke eines Schwertes. 5 brauche ich, um zu Don Esteban zu kommen. Lebensenergie plus 5. Was haben wir da? Lebensenergie plus 5. Ich brauche Heiltränke. Ordentlich wieder. Ich könnte aber einige Sachen schon verkaufen. Ich wüsste jetzt gar nicht welche. Also so Felle. Ich habe Zähne, dann habe ich Flügel und Wolfsfelle. Die sind einiges wert, Leute. So. Wo ist denn dieser eine komische Ring? Leute. Weisheit minus 10. Ha? Trägt die Inschrift Patroskon. Also ich muss 6 von diesen... 6. 6 von diesen komischen Dinger da sammeln. So. Truhe. Was haben wir da drin? Kleiner Heiltrank. Bier. Und Stahlrohling. Das sagt nichts. Also ich kann mir da einfach was nehmen. Okay. Dann bin ich einmal da. Ich schaue mich da mal um ein bisschen. In dieser Gegend. Ja, so will es das Gesetz, so will es ich. Lieber Marvin, du hast sicher nichts dagegen, Kollege, dass ich mich da mal ein bisschen umschaue und ein bisschen Käse nehme oder so. Brot nehme ich da auch weg. Ich nehme da alles eigentlich weg, wenn ich darf. Darf ich? Danke, ich frage dich gar nicht, ich nehme einfach. So, da haben wir eine Kerze, die können wir nicht nehmen. Da haben wir ein Blumsklo. Blumsklo. So, da haben wir eine Truhe. Die nehme ich natürlich auch raus. So, wir haben Gold, Rum und Kochrezept, Leute. Fleischtopf. Ich nehme alles mit, Leute. Ich nehme ihm das ganze Essen weg. Der arme Kollege. Marvin. Das gehört ja nicht einmal ihm, Leute. Er hat sich einfach hier verschanzt und hat sich das unter den Nagel gerissen. Wie viel Gold habe ich eigentlich? 242 Gold. Ist jetzt nicht so wirklich berauschend. Ich brauche Heiltränke und ich will mir auch Heiltränke zukünftig kaufen. Ja, will ich. Sicher. Oh mein Gott. Oh, da sind solche komischen Viecher, da muss ich aufpassen. Weil die sind so richtig stark, aber zwei... Das sind diese komischen Flatterviecher. Die sind richtig gut, also die sind nicht schlecht, Leute. Dann speichere ich einmal. Ich speichere diesmal auf der 2. Und es geht weiter. Also immer wieder abwechseln mit Speichern. Aufpassen. Ja, ich bin tot. War klar, gut, dass ich gespeichert habe. Ja. Die sind, sag ich ja, wenn es 2 sind, so stark, Leute. Ach Gott. So, machen wir da mal. Die Krallenfalter. So, der kommt da mal. Jetzt kommen alle beide. Es geht ja, einer geht ja, aber wenn sich 2 einmischen, ist das so richtig blöd. Schau da mal. Aufgepasst hier, ich bin fast wieder tot. Ja, die 2 sind ja Wahnsinn. Es ist immer grauslich, wenn man 185.000 Mal stirbt, Leute. Ah. Ja, die 2 sind, da hast du so wenig Platz, dich zu bewegen. Aber die muss ich ja jetzt nicht unbedingt machen. Ich schnapp mir da mal alles, was geht. Ich komme wieder, glaubt's mir.
Ah ja. Genau, da ist das, da ist so ein Sumpf. Schau doch mal, was ist das da? Da haben wir jetzt nichts Besonderes, Leute. Dieser Marvin, der... der ist mir suspekt, Leute. Automatisches Speichern. Schauen wir mal, was wir da alles kriegen können. In welche Salben oder... Also Heilsalben. So Heiltränke oder Heilkräuter, ne? Weil da haben wir zum Beispiel eine Mana-Wurzel. Die interessiert mich wahrscheinlich, schätze ich mal, erst später. Da haben wir auch eine Mana-Wurzel. Also, wir bekommen so richtig viele Mana-Wurzeln, Leute. Ist das jetzt gut oder ist das eher nicht gut? Schmiedehammer. Schaut mal, Apfel. Krautstängel. Okay. Da haben wir Schweinchen. Zwei Schweinchen auch gleich. Zwei Säue! Aber da ist sowas drin, was ich... Eine Reiselust, die will ich haben, Leute. Reiselust! Leute! Ha! Na bitte! Ja, geht ja eigentlich richtig gut. Ich habe 10 Fleisch. Leute, ich glaube, ich habe 10 Fleisch. Das wäre cool, nämlich. Da könnte ich dann zurück zum Lager. Und könnte die abgeben, Leute. Reiselust. Da haben wir noch so eine Heldenkrone, was die jetzt bewirken soll. Brrr. Wüsste ich jetzt, da ist eine Ruine, wüsste ich jetzt gar nicht, da ist eine Ruine, schaut einmal. Ich muss einmal kurz schauen, Leute. Ich muss einmal diese Reisegelüste nehmen. Das ist ja Erfahrung plus 10, Leute. Lebensenergie plus 5, kann ich mir gleich 2 reinschmeißen, Pilze. Lebensenergie plus 5, haben wir Grünblatt. Ja, ich brauche Heiltränke, Leute, das ist wichtig. So, speichern wir mal. Die Schweine sind einmal hinüber. No, so ist das. Ja, so ist das. Oh, da ist irgendwo ein Schweine. Ich höre was grunzen, Leute. Da gehen wir mal da weiter. Oh, da drüben sind wieder Schweine. Ostküste. Gehen wir da links, da bitte, von da komme ich ja. So. Heilpflanze, Leute, ist immer eigentlich richtig gut. Natürlich sind wir Heiltränke lieber. Oh mein Gott, das sind Gnome. Komm. Passt. Boah, das war knapp jetzt. Die haben Gold dabei. Zähne. Ein Jagdmesser. Ein Pilz. Ich muss mich heilen, Leute. Ach du Kacke. Ich muss mich heilen. So, ich speichere noch einmal. Auf der 2.
Passt. So, ihr Lieben. Ja, die Hälfte von dieser Folge ist auch schon wieder rum. Ich glaub's ja nicht. Dann schauen wir mal, was wir da noch alles sammeln können. Was haben wir da unten? Oh mein Gott, was ist das? Das sind Wölfe. Da ist so ein Strand. Da ist eine Ruine. Also, ich schätze mal, es wird nicht einfacher, der ganze Mist hier. Da sind wieder so diese fliegenden Viecher. Ich weiß nicht, Leute. Die sind so richtig gefährlich. Da haben wir Schweinchen. Servus. Da ist ein Schweinchen. Servus. Na komm her, da. Aua. Ja, du gehst eigentlich schon. Also die. Mittlerweile gehen die schon. Heilpflanze. Das sind wieder sogar diese Fliegen. Leute, Ogerwurzel. Ich glaube, das gibt ja Stärke her, diese Ogerwurzel. Oger! Gehen wir da mal runter an den Strand, Leute. Diese Biester, Leute, schaut euch das an. Das sind so viele. Ich verirre mich sicher komplett, Leute. Uah! Komm her da! Ja. Ja. Kommt's doch! Ja. Ich. Boah, das ist so schwer! Komm, 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 komm. Der ist tot. Ja. Leute! Überlebe ich das? Überlebe ich das? Ja. Ich bin tot. Ich überlebe das nicht. Ja. Passt. Ich hab's überlebt, Leute. Ah. Ah. Wo ist der andere? Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt, Leute. Ich glaub's nicht. Wahnsinn. Schaut mein Leben an. Ich brauche zwei Heiltränke und ich habe keine Heiltränke mehr. Somit speichere ich noch einmal auf der 2. Vielleicht wäre es ja jetzt sinnvoll, zurückzugehen. Oh, ei. Da drinnen waren die Wölfe. Was haben die da aufgeführt? Gibt es da irgendwas zum Looten? Mitten im Wald. Da haben wir auch was. Eine Mana-Pflanze. Da ist Ostküste. Okidoki. Ich gehe mal nicht zu den Fliegen da, sondern nicht zu Fliegen. Diesen Flatterviechern da, sondern ich gehe mal darauf. Da haben wir. Oh mein Gott, da sind so viele Gnome. Mana-Pflanze. Beere. Oh, was haben wir da? Wieder solche Flatterviecher. Bevor ich die Gnome da mache. So, haben wir mich eh gemutet dabei. Ah, man genießt, Leute. Ich hasse es während der Aufnahme. So.
Ich nehme mir mal das Gnomlager vor. Ja. Und so. Boah, das sind drei auf einmal. Die schmeißen mit Steinen nämlich, Leute. Komm, komm, komm. Der eine ist tot. Ich hasse es, wenn sie sich aufteilen. Häuptling. Leute, ich habe keine Chance gegen einen Häuptling. Da ist ein Häuptling! Leute! Ich habe keine Leben mehr! Ah! Ich habe keine Leben mehr! Oh, weg ist er. Warte, der Häuptling verfolgt mich noch immer! Oh. Da ist noch immer. Komm doch, jetzt reicht's aber. Wow. Wo bin ich jetzt? Genau, der Häuptling kommt noch immer. Das gibt's ja lang. Wow, Wölfe. Überall nur Monster, Leute. Leute, Wölfe, Flatterviecher. Kommt der Häuptling eh nicht mehr nach? Ich muss mich aufheilen, Leute. So, und jetzt da renne ich einfach. Da ist der Häuptling. Da haben wir Druidenschirling. Ah! Der Häuptling ist so stark, Leute, von den Gnomen. Ein Gnomenhäuptling! So, und da, glaube ich, ist die Hütte, ja, oder? Kann das sein von dem einen da? Nö, ich habe mich verirrt, Leute. Ich habe mich schon verirrt. Verirrt. Da bin ich eh richtig, genau. Und jetzt kann ich beruhigt speichern. Ach, Leute. Die Folge ist ja auch gleich wieder aus. Ich glaub's ja nicht. So. Ich würde mal sagen, ich gehe mal zurück. Ja, so ist das. I go back. Und ich weiß, wo es lang geht. Na, so ist es. Ich gebe nämlich dieser komischen Dame, der Rachel, genau, Rachel. Der Rachel gebe ich nämlich, Ach so. Hä? Genau, so geht's zurück. Der Rachel gebe ich nämlich die, das Fleisch. Somit hätte ich die Jägeraufgabe auch abgeschlossen dann. Das finde ich fein, das ist ganz fein, das ist das Stuhl, Leute. Und ich würde mal sagen, haben wir da die Wölfe noch einmal wieder gespawnt? Nö, die spawnen nicht so schnell wieder, gut. Ich weiß nicht, ob sie pro Kapitel wieder spawnen oder nicht, ich weiß es wirklich nicht.
Ich gehe mal zurück zum alten Lager und werde die Folge jetzt dann auch gleich beenden. Also ihr seht, wie weit es reingeht durch die ganze Welt hier. Das ist so richtig heftig, Leute, heftig, wie der Schwabe sagen würde. Jo, dann gehe ich einmal zurück zum diesem Sumpflager, auch Banditenlager genannt. Also für mich ist das quasi ein Sumpflager. Das ist so wie bei Gothic 1, Leute. Oh, ich bin gespannt bei Gothic 2, wie die ganzen Lager heißen. Da wird es wahrscheinlich auch ein altes Lager geben und neues Lager und keine Ahnung was, weil das wieder, schätze ich mal, die gleiche Welt sein. Schätze ich einmal, also ich bin da nicht ganz sicher. Mit der Geschichte, glaube ich, geht es weiter. Also Gothic, durch Let's Play habe ich es, also durchgespielt, durch Let's Play und so, aber die Folgen kommen jetzt der Reihe nach raus. Noch. Jo, ich würde mal sagen, ich heile mich hier mal auf. Ich muss handeln, sowieso handeln, Leute. So, tun wir mal Wasser saufen, Leute. So, ihr Lieben, dann sind wir aber schon fertig mit dieser Folge. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Game over, bis zum nächsten Mal. Euer Horsti, Borsti, Knosti. Ciao.